I am the danger. So, in 2 Monaten fliege ich wieder nach Hongkong und da muss ich natürlich abnehmen. 10 Kilo. Ich habe mal wieder 85 Kilo und will wieder 75 haben. Bis dahin. Also heißt das trainieren, trainieren, trainieren. Und zwar hier mit meinen Heimgeräten, die ich hier habe. Und ich werde auch jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und halt weniger essen oder beziehungsweise nicht zu viel essen und vor allem die Burger und die Pommes weglassen und dann klappt es auch mit den 75 Kilo. Alles klar, wollen wir mal loslegen. Mit dem Fahrrad fahre ich dann zur Arbeit. Ja, hier sind meine Klamotten drin, weil jetzt ist ja 22 Grad draußen. Brauche ich ja keine Jacke und sowas. Und deswegen habe ich das alles hier reingepackt. Morgen früh ist es nämlich immer ziemlich kalt. Also ist auch wieder ein Klapprad. Allerdings kein E-Bike, sondern muss alles mit Muskelkraft machen. Und morgen früh, nach 12 Stunden Dienst, wird es anstrengend, weil zurück ist fast nur bergauf. Hm. Ah, gut. Oh, werde ich hier mit der Kamera mal aufnehmen. Mal gucken, wie da die Qualität ist. Ja. Und das nehme ich, das brauche ich hier für die Mücken. Weil es sind so viele Mücken, jedes Mal habe ich was im Auge und muss immer anhalten, ob ich mit dem Scooter fahre oder mit dem Fahrrad. Das ist einfach schlimm. Und deswegen die Brille. Oh, Pullover noch anziehen und den Rucksack mitnehmen. Oh, heute ist der 1.6.2024. Und wollen wir mal gucken, wie mein Gewicht am 1. August 2024 ist. Ob ich es schaffe, die 10 Kilo abzunehmen, weil optimal und gesund ist es natürlich, wenn du in der Woche so 500 Gramm abnimmst. Das ist am gesündesten. Aber ja, was mache ich schon, was gesund ist? Ich muss es ja immer übertreiben. Thank you.
zum Fahren.